Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr im Raid den Würfel öffnet und an den fünften Monitor rankommt. Und dafür braucht ihr einen Einsatztrupp von 6 Personen. 2 davon bleiben hier im Serverraum, links und rechts bei den Monitoren. Und die anderen 4 gehen einen Raum weiter zum Würfel. Die beiden, die dann hier im Serverraum bleiben, müssen später nacheinander die Codes, die hier auf den Monitoren erscheinen, durchgeben. Diese erscheinen im Binärcode. Falls ihr mit dem Binärcode jetzt erstmal direkt nichts anfangen könnt, blende ich hier mal kurz die möglichen Kombinationen ein, die ihr hierfür braucht. Das war's dann hier in dem Raum. Ich mache mal einen Sprung in den nächsten. Wir sind jetzt hier in einem Raum mit dem Würfel und dieser Raum ist in 4 Bereiche aufgeteilt. Der Bereich, wenn man reinkommt, zur Rechten ist der Bereich 0. Dann folgt gegen den Uhrzeigersinn der Bereich 1, 2 und 3. Die Säulen in diesen Bereichen sind in Spalten aufgeteilt, deren jeweilige Nummer immer oben links angezeigt wird. Ich schieße gerade drauf. Die Spaltenzahl wird euch dann später auf dem linken Monitor im Binärcode dargestellt. Der rechte Monitor gibt euch dann die Reihe an. Diese beginnt am Weg bei 0 und wird zur Wand hin größer. Um nun die Binärsequenz auf den Monitoren zu aktivieren, müssen die 4 Personen hier im Raum auf verschiedene Säulen springen. Diese Position der Säulen ist immer gleich, die blende ich jetzt euch hier kurz ein. Haben sich dann die 4 Personen hier richtig hingestellt, können die beiden Monitore im Serverraum aktiviert werden. Dann gibt die Person am linken Monitor die Spalte und die Person am rechten Monitor die Reihe für die erste Säule im Bereich 00 durch. Und dann geht es reihum, bis alle 4 richtig stehen. Solltet ihr dann während der Binärsequenz auf der falschen Säule stehen oder zu lange brauchen, wird diese abgebrochen, da erscheint ein Ton. Und ihr müsst den Monitor neu aktivieren und von vorne im Bereich 00 beginnen. Haben sich dann aber alle 4 Personen richtig auf den Säulen platziert, fangen alle an kurz zu leuchten und der Würfel öffnet sich. Wie das aussieht, zeige ich euch hier kurz mal im Schnelldurchlauf und mache dann gleich einen Sprung zum Boss, wo ich noch kurz zeige, wie ihr an die freigeschaltete Truhe kommt. Habt ihr dann den Monitor im Würfel und natürlich auch die anderen zuvor alle aktiviert, könnt ihr, nachdem ihr den Boss besiegt habt, hier hinten an eine Säule runterspringen. Dort hat sich dann der Zugang geöffnet und ihr kommt dort, wo eigentlich die Laserschranken sind, vorbei zur letzten Kiste. Das war's, danke fürs Zusehen, ciao.